Was geht, Leute? Mein Name ist Ma. Willkommen zu meinem neuen Video. Leute, heute ein Frage- und Antwort-Video. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht, aber ich dachte mir, wir sind schon über 100.000 Abonnenten. Da sind einige dazugekommen seit dem letzten Frage- und Antwort-Video. Und wieso mache ich nicht ein neues? Ich habe euch auf Instagram aufgefordert, dass ihr mir in dieser Instagram-Funktion Fragen stellt. Ich habe mir auf jeden Fall so einige rausgesucht, so 10 Stück, glaube ich. Checkt mich auf Instagram ab, Leute, hier unten eingeblendet. Und abonniert mich auf YouTube. Leute, die Fragen werden mir vorgelesen und ich würde mal sagen, wir starten mit den ersten Fragen. Was ist dein Ziel? Was ist mein Ziel? Ich denke mal, das ist auf dieses Jahr bezogen. Mein Ziel dieses Jahr ist auf jeden Fall so einiges. Ich bin nicht so ein Typ, der über meine Ziele und alles Mögliche redet. Ich mache einfach mein Ding. Aber ich habe auf jeden Fall Großes noch vor dieses Jahr. Ich kann euch aber so sagen, dass mein Ziel ist, dass dieses Jahr das letzte Jahr deutlich übertrifft. Nächste Frage. Welche Marke ist für dich von der Qualität am besten? Kannst du mich grüßen? Grüße gehen raus an den lieben Tom. Welche Marke ist von der Qualität für mich am besten? Ich habe es ja schon in meinem letzten Fashion Pack Opening gesagt, dass der Kuplis eine sehr, sehr geile Marke ist. Die Qualität ist mega krank. Feier ich wirklich krass. Kostet doch ein bisschen mehr als die normalen Marken. Ein T-Shirt, sage ich mal, kostet 100 Euro. Ist ein bisschen viel, aber dafür habt ihr ein T-Shirt mit einer richtig geilen Qualität. Marken wie Stone Island haben auch eine richtig gute Qualität, aber der Kuplis ist für mich momentan der Shit, was Qualität angeht. Balenciaga oder Gucci? Balenciaga oder Gucci, das ist eine gute Frage. Leute, ich bin so ein Typ, ich trage beides. Hier habe ich eine Balenciaga-Seite und hier eine Gucci-Seite. Es ist auf jeden Fall kompliziert, sage ich mal. Aber ich sag mal so, Gucci feiere ich etwas mehr, weil irgendwie Gucci mein Ding ist, Balenciaga aber genauso. Also ist echt sehr schwer zu beantworten. Ich sag einfach Gucci. Wie ist es, YouTuber zu sein, also sein Hobby zum Beruf zu machen? Es ist auf jeden Fall ein richtig geiles Gefühl, sein Hobby zum Beruf zu machen. Es ist für mich auch mega gut, sag ich mal. Ich kann gleichzeitig meine Kosten alle decken und auch mir mehr Sachen leisten, die ich jetzt ohne YouTube auf jeden Fall nicht machen könnte. Ich sag mal so, YouTube ist meine Arbeit. Ich habe neben YouTube noch ein, zwei Business-Dinger, wo ich auch etwas Geld verdiene. Und ich gehe noch zur Schule, Leute. Es ist aber auf jeden Fall ein geiles Gefühl, aus seinem Hobby seinen Beruf zu machen. Kommen wir zur nächsten Frage. Traumuhr. Meine Traumuhr. Leute, ich blende euch mal hier ein Foto ein. Eine Vollgold Day-Date, Leute. Ich feiere diese Uhr richtig von Rolex mit einem Präsidentenarmband. Die Uhr kostet 30.000 Euro im Schnitt. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld. Ich denke mal, dafür muss ich auf jeden Fall noch sehr, sehr viele Videos drehen, bis ich mir die leisten kann. Aber es ist auch ein Traum, den ich mir irgendwann erfüllen werde. Kommen wir zur nächsten Frage. Hast du mal darüber nachgedacht, dir ein Gucci-Hoodie zu kaufen? Auf jeden Fall. Ich stand auch kurz davor, mir einen Pullover zu kaufen von Gucci, der mich 890 Euro kosten würde. Und Leute, ehrlich nicht. Lieber nicht. Der Pullover wäre viel zu teuer. Also ich habe es bei meinem Balenciaga Pullover jetzt nicht bereut, aber bei Balenciaga finde ich die Qualität einfach besser und auch allgemein den Style. Also da feiere ich Balenciaga tatsächlich mehr als Gucci. Und ja, mich hat die Qualität von dem Gucci Pullover einfach nicht überzeugt. Hätten sie mich überzeugt, hätte ich vielleicht jetzt einen Gucci Pullover an. Kommen wir zur nächsten Frage. Aber ich sag mal so, ich sag niemals nie. Wer weiß, vielleicht in der Zukunft kommt da irgendein Pullover raus, der mir sehr gefällt. Kommen wir zur nächsten Frage. Was ist jeden Morgen, wenn du aufstehst, deine Motivation? Für den Tag. Das Streben nach Erfolg und meine Familie, sage ich mal, Leute. Ich möchte meine Familie stolz machen mit dem, was ich hier mache und allgemein im Leben. Deswegen strengt man sich auf jeden Fall an, um erfolgreich zu sein. Und das sollte auf jeden Fall das Ziel von jedem sein, einfach erfolgreich zu sein in dem, was er macht. Wer waren für dich die erfolgreichsten Fashion Brands 2018? Nike hat mit der Kollaboration mit Off-White richtig rausgehauen. Die haben auf jeden Fall mega geile Dinge rausgeklatscht. Die Schuhe mega nice. Aber so pauschal kann man das nicht so leicht beantworten, da müsste man sich auf jeden Fall so die Statistiken angucken und die weiß jetzt nicht aus dem Kopf oder sowas. Deswegen, ich würde mal so einfach sagen, Nike. Nächster Grail. Mein nächster Grail, Leute. Was ist mein nächster Grail? Also ich bin ehrlich, ich habe mir jetzt eigentlich erstmal vorgenommen, mir nichts mehr zu kaufen bis zu meinem Geburtstag am 23. Februar. Was ich mir jetzt am liebsten kaufen würde, wäre der Nike Off-White Blazer in der schwarzen Version. Den feiere ich mega und da war ich jetzt schon so oft kurz davor, den mir zu kaufen, aber irgendwie kam ich dann nie dazu im Endeffekt. Deswegen auf jeden Fall dieser Sneaker. Hast du vor, dir eine Rolex zu kaufen? Leute, ich will jetzt nicht so viel aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich sag mal so, ich hab's auf jeden Fall mir vorgenommen für dieses Jahr. Seit wann interessierst du dich für Mode, beziehungsweise wann fing es an? Seitdem ich ein kleiner Junge bin. Ich bin immer noch klein, aber damals war ich noch kleiner. Also seitdem ich 10, 11 Jahre alt bin. Leute, damals kam dieser G-Star-Hosen-Hype und
Ich wollte unbedingt eine G-Star-Hose haben. Ich denke mal, die Älteren unter euch werden wissen, wovon ich rede. Damals war so eine G-Star-Hose einfach richtig cool und ich habe mich immer richtig mit dieser Marke auseinandergesetzt. Ich habe mich auseinandergesetzt, wann die rauskommt, wo die rauskommt und wer die Designer und alles Mögliche. Ja, damals fing das so klein an. Was ist im Moment dein Lieblingskleidungsstück? Also, die meisten, denke ich mal, können wissen, was mein Lieblingskleidungsstück ist. Und zwar, ich habe mir vor kurzem hier den hier gekauft und zwar genau vor 3-4 Tagen, glaube ich. Das ist hier ein Gucci Ace Sneaker. Also Leute, den feiere ich richtig. Der sieht mega nice aus mit dem Anthrazit hier. Und ja, momentan ist das so mein Lieblingskleidungsstück. Was ist deine Lieblingskollabo? Meine Lieblingskollabo ist Nike X Off-White. Auch wenn ich noch kein Piece davon besitze. So Leute, das waren eure Fragen. Hat mir auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Schreibt mir in die Kommentare eure Meinung zu den ganzen Themen, worüber ich jetzt hier geredet habe. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir auch nochmal in die Kommentare stellen. Ich werde versuchen, auf jeden Fall ein paar zu beantworten. Und ja Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt mich nochmal auf Instagram ab. Abonniert mich auf YouTube, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich würde nur noch sagen, ciao!